Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray. Ich bin der Typ mit dem Bart. Yeah! Vielen, vielen Dank. Ja, Freunde, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Katzen-Cyberpunk-Adventure-Dingsbums-Gedöns. Hast du nicht gesehen? In der letzten Folge, also in der gestrigen Folge, haben wir Notizbücher von den Außenweltlern gesucht. Da haben wir tatsächlich noch eins noch nicht gefunden und ich musste leider aufhören, weil ich hier an einem Punkt gerade angekommen bin, wo es wahrscheinlich wieder kompliziert wurde, um überhaupt in die letzte Wohnung reinzukommen. Jo, was ich genau machen muss, weiß ich nicht, aber ich denke mal, wir werden es zusammen rausfinden. Nach einem kurzen Intro geht's los. Bis gleich. So, an der Stelle sind wir tatsächlich gestern auch stehen geblieben. Falls ihr euch noch daran erinnert, hier habe ich den Lageplan, irgendwie einen Schallplan, Belüftung, Stromversorgung gesehen. Und ich würde hier einfach mal den Stecker rausziehen, mal gucken, was passiert. Also wahrscheinlich geht dann hier die Lüftung aus und ich kann da einfach durchflutschen. Aber jetzt spackt die Steuerung gerade ein bisschen rum. Genau. Guck mal hier. Zack. Und schon bin ich drin in der Butze. So, und das ist auch die letzte Wohnung. Ach, guck mal, hier gibt es erstmal ein Schlückchen zu trinken. Guck mal hier, platsch, platsch. So, genug geschlürft. Wo geht's denn hier lang? Ich finde das immer total faszinierend, sich dann hier so diese Gemälde anzugucken, ja? Und ich finde es total strange, dass hier auch überall Alkoholflaschen und Bierflaschen und sowas rumstehen, ja. Aha, guckt euch das mal an. Das war doch tricky. Ich habe mir gerade schon fast sowas gedacht, weil sich das hier bewegt hat. So, guckt mal. Jetzt können wir hier nämlich auch rein und raus, ne? Aber eigentlich muss es doch da noch was drin geben. Was haben wir da? Ah, Notizbuch von Balthasar. Da ist es doch. Das haben wir doch gesucht. Gib mir her das Buch. Endlich, das letzte Notizbuch. Freunde, wir haben's. Okay, jetzt geht er hier steil. Hier ist die Gleichung. Also, er hat einen Konstruktionsfehler gefunden. Und damit können wir Momo helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Okay. Ah, das klingt schon mal gut. Alles klar. Also, zurück zu Momo. Und dann zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. So, hepp. Raus da. Muss ich mich erstmal orientieren. Wo bin ich hier? Da oben geht's zu Momo. Ne, da müssten wir hier rüber. Genau, und dann hier auf die Klimaanlage draufgehüpft, beziehungsweise auf die Lüfter. Zack. 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 So. So, dann wollen wir mit Momo sprechen. Zeigen wir erstmal von Spaldasar, ne?
So, dann zeigen wir noch mal ein anderes von Doc. Und dann noch von der Clementine. Ja, habe ich. Er eskaliert. Genau. Was ein geiles Gesicht, ey. Ich könnte es feiern. Was der für eine Fratze zieht. Okay, also jetzt soll der Sendeempfänger repariert werden. Aber wo ist er? Wir werden es rausfinden. Weißt du nicht, warum der ständig hier das abbrechen will, ne? Aha. Das ging ja einfach. Ich dachte, ich müsste jetzt hier irgendwie noch Zeug suchen. Aber okay. Ich komme mit. Ja. Okay. Okay, dann auf zu dem Gebäude da hinten. So, aber wie? So, ich muss schon wieder irgendwelchen Zugs entkommen. Die Dächer. Ach, hier, diese komischen Quietscheviecher. Jetzt weiß ich auch, wie die heißen. Zurks sind das. Scheiße, da bin ich wohl tot. Das geht also auch. So ein Mist. Drecksviecher. Okay, jetzt muss ich mir also auch noch aussuchen. Muss ich auch noch einen Weg ausgucken. Das könnte jetzt spannend werden. Habe ich eine Möglichkeit, irgendwie oben lang zu laufen? Nee, natürlich nicht. Aber wie komme ich denn da hinten lang? Man kann sie also auch weglocken. Drecksviecher, euch geh ich. So. Wie geht's hier weiter? Muss sie immer nur weglocken. So funktioniert das. Guck mal, da unten sind sie. Widerlichtgewölbe. Bäh. Ekelhaft. So. Nee, das wollte ich nicht machen. Falsche Taste gedrückt. Okay. So, wo geht's denn hier weiter? Merken? Okay, ich habe wohl wieder einen Erinnerungsteil gefunden.
Ah ja, okay. Nee, warte mal, komme ich da nicht? Doch, hier geht's doch. So, und nu? Jo, aha, ach so, okay. Da war ich wohl einfach nur zu ungeduldig. So, ich würde sagen, das muss ich wieder hier drüben hinrollen, damit ich da hochkomme. Weil das wissen wir jetzt mittlerweile auch, wenn solche Fässer da sind, die kann man bewegen. Ja, so, habe ich hier sonst noch irgendwo was? Nee, da geht es auch nicht weiter. Also hier drauf. Und dann wahrscheinlich hier drauf. Und dann da drauf. Und hier drauf. War ja erstmal gar nicht so kompliziert. So, wo ist das Gebäude? Da ist es, ne? Ah ja, okay, da geht's weiter. Habe ich die Möglichkeit, hier irgendwie noch drauf zu kommen? Ich muss halt auch immer gucken, nicht, dass man hier irgendwelche Sachen übersieht. Das wäre nämlich dann nachher schade. Wie die hier an der Wand an dem Ding kleben. Guck mal, jetzt kann ich hier wieder so machen. So, jetzt geht's dazu. Oh, nee, 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 nee. Mach doch sowas nicht. Scheiße. wo war der Gedanke verkehrt da gerade? Jetzt muss ich aber gerade noch mal überlegen. Was habe ich verkehrt gemacht? Lasst mich mal überlegen. Genau, hier bin ich. So, hier rüber. Und jetzt Türhecken, hier drauf und hier rüber. Aha, und jetzt? Nee, ach scheiße, was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Ach, das war ja noch einer von den letzten. Ach so. Ich glaube, so funktioniert es. Oh Mann. Freunde, 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 Freunde. Spannende Sache das. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Ist ja ekelhaft. So. Sind wir hier an dem Gebäude? Da bin ich mal gespannt. Da geht es auf jeden Fall schon mal rein. Nee, so wollte ich nicht.
Da hoch wollte ich doch, ne? Genau, und dann hier Q. Und zack, das Brett wieder rübergeschmissen. Ach, ausgerechnet, ey. In so ein Loch muss ich jetzt rein, ne? Warum? So, jetzt muss ich kurz überlegen. Wo muss ich hin? Ich würde sagen, da hinten hin, ne? So? Scheiße. Nein! Kann ich ihn nicht hierher locken? Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ach so. Uiuiuiui. Mir geht gerade so ein bisschen der Puls, ne? Geht's denn hier weiter? Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Geht's hier weiter? Guck mal, da ist noch was. Ah, auch wieder eine Erinnerung. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja, Zurks sind also mal wieder selbst gezüchtet. Hausgemachte Probleme. So, was passiert denn? Ich muss gerade mal überlegen, wie komme ich denn hier von A nach B nach C? Also, ich muss hier hin. Und dann muss ich hier hoch. Aber wie geht's denn hier weiter? Wenn ich da die Tür hacke, geht die Tür auf. Okay, wir probieren es einfach aus, ja? Es muss ja irgendwie funktionieren. Es ist ja nicht umsonst da, dass du diese Tür einfach hacken kannst. So. Mach zu. Okay. Das hat ja schon mal funktioniert. Was passiert, wenn ich das so mache? Kann ich die Kette hier hochklettern? Kann
Kann ich das Fass hier auch irgendwie bewegen? Nee. Ah, okay. Ich habe da nämlich gesehen, da ist ein Stahlträger. Vielleicht muss ich auf den drauf. Genau. So ein Ding ist das. Und dann hier hoch. Oh Mann! Oh Leute. Viel zu nervenaufreibend für mich. So, was passiert, wenn ich hier dran ziehe? Dann bewegt sich irgendwas. Ah, da kommt ein Aufzug runtergefahren. Oh, das sieht so ein bisschen alienmäßig aus, ne? Ah ja. Okay. Nein! Scheiße! Kacke! Mann! Warum? Oh, hoffentlich muss ich jetzt nicht so weit vorne wieder anfangen. Ich bin doch froh, dass ich es gerade geschafft habe. Ah, Gott sei Dank. Okay. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, wo ich mal hochhüpfen kann? Wie sieht's denn hier aus? Komme ich hier hoch? Nee. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt irgendwie. Nein! Nein! Lauf doch! Mach doch auf! Warum? Wieso geht der Scheiß auf? Tut nicht auf! So, von oben rein. Oh mein Gott. Alter. Durchatmen. So, bin ich jetzt hier richtig? Das sieht doch gut aus. Gegenstand verwenden. Sehr geil. Wir haben es geschafft, Leute. Uff. Ah, guck mal, da ist die Oberstadt, ne?
Sehr geil. Gut was geschafft, Freunde. Das finde ich gut. Also diese typische Apokalypse, ne? Ja, ja, also B12 hat also eine Mission. Ich muss die Stadt öffnen. Okay, also Momo finden. Dann mal hopp, rein da und dann geht die wilde Fahrt ab. Slums, Teil 2, Freunde. Das finde ich gut. Das ist nämlich, passt nämlich wie die Faust aufs Auge, denn genau hier können wir wieder einen Cut machen. Passt von der Zeit auch super. Wir werden hier genau bei der nächsten Folge wieder einsteigen und dann werden wir uns angucken, was uns in die Slums Teil 2 erwartet. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. War auch mal wieder ein bisschen aufregend heute. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschö.